Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen. Es geht heute los mit dem Kampagnenguide und zwar zu Valkyrs Story DLC Kampagne nach Zenbaizhen. Und ich habe dieses Video hier wie immer unterteilt in mehrere verschiedene Themen. Wir beginnen mit dem Start und dem Verlauf der territorialen Kampagne. Mein Gott, ist das windig hier. Ich gehe mal woanders hin. Dann geht's weiter mit den Siegbedingungen, Fraktionseffekte, Klima, Wirtschaft, Erlasse, der legendäre Lord selbst, die Questschlacht, die Stärken der Armee, die Technologien und die Mechaniken. Der Start meiner territorialen Kampagne bzw. meiner Story-Kampagne in diesem Fall, der war hier bei den Frostlanden. Sofern ihr diese dann noch einnehmt, was ziemlich simpel ist, dann habt ihr schon den Gurumadni-Stamm als Vasallen. Ich muss dazu sagen, dass mit diesen Vasallen, das ist auf der einen Seite ziemlich cool, auf der anderen Seite aber auch kann das ein bisschen nervig sein, weil die Befehle, die man den Vasallen gibt, die werden nicht immer ausgeführt. Und deswegen sage ich ja, es ist so ein Mix aus Fluch und Segen. Da muss Creative Assembly noch dran arbeiten. Hatten sie aber bisher in jedem Total War Spiel so ihre Probleme mit Vasallen. Ja, ich bin da runter nach... ich habe mir erstmal hier um die Zwerge gekümmert und dann bin ich runter nach Kislev. Das zog sich dann hier auch sehr, sehr lange hin. Hab dann hier auch ein bisschen mit Kostalti noch ein bisschen hier drüben gekämpft. Die Skaven sind leider platt gegangen, mit denen hatte ich mich verbündet. Dann hatte ich mich noch den Chaoswing angeschlossen gegen Manfred von Karlstein. Ja, und dann war hier auch schon Dr. Festus und dann war ich hier auf einmal in Altdorf schon und damit hatte ich dann auch genug Seelen. Ja, man muss ja in dieser Kampagne Seelen sammeln, dazu komme ich später noch. Die Siegbedingungen in dieser Kampagne, hier steht es auch nochmal, 50.000 Seelen muss man sammeln. Das ist hier oben die blaue Leiste. Die muss voll werden. Es ist übrigens nicht so, dass diese Seelen hier mit dazu zählen. Also das sind eure eigenen Seelen. Parallel dazu werden Seelen gleichzeitig hier in diese Leiste mit hinzugezählt. Also diese Seelen hier, die haben nichts mit diesen Seelen zu tun. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ansonsten könnte man ja denken, huch ja, bei den Gaben des Chaos, da bezahle ich aber auch Seelen und die kosten ja auch Seelenunterhalt. Deswegen sind die auch minus 800 Seelen. Wie kann ich denn jetzt die blaue Leiste überhaupt füllen? Ja, und die Antwort ist halt, wie gesagt, die habe ich eben schon gegeben, dass sie das ist parallel. Hier werden nur Seelen hinzugezählt aus den Schlachten und aus den Siedlungen, die ihr niederreißt. Mehr passiert da nicht. Ja, also ihr bekommt hier keine Abzüge. Das hier, das ist eure Seelenmechanik. Die hat damit nichts zu tun. Ja, also ist parallel hier. So, dann öffnet 8 Risse mit Risssiegeln, um den Weg nach Zenbaizhen zu finden. Das sind diese Dinger hier. Ja, wenn sie geöffnet sind, dann sehen die so aus. Ansonsten sehen die so aus. Und erst dann werdet ihr euch der finalen Konfrontation beim Altar der Schlacht stellen können. Und das ist nämlich die letzte Questschlacht. Dort müsst ihr euch dann beweisen gegen Azazel, Village, Dr. Festus und zum Schluss Archaon. Und ihr macht dieses hier. Das kann man auch machen, aber dadurch schaltet man nicht die letzte finale Schlacht frei. Na, das hier ist einfach nur eine Vorherrschaftskampagne, wie es ihn nun mal gibt. Die übrigens fast keiner macht, weil das ziemlich langweilig ist, weil eine Vorherrschaftskampagne macht man eben halt auf der großen Kampagnenkarte. Ja, da hat man ja viel mehr Umfang. Ja, die Fraktionseffekte.
Also ihr habt Zugriff auf Blutvergießen, das ist hier unten diese Leiste, dazu kommen wir später noch. Bewegungsreichweite auf Kampagne ist plus 15% nach Sieg in einer Schlacht, alle Charaktere. Es gibt übrigens auch manchmal Boni, da habt ihr dann noch mehr Bewegungsreichweite und dann könnt ihr dann nach dem Sieg sogar nochmal in die Lagerstellung gehen. Sehr praktisch. Und durch das Opfern von Gefangenen erhalten die Seelen plus 50% und Vasallen erhalten Raserei und verbreiten Corn Corruption. Dann kommen wir zum Klima. Da muss ich aber nicht viel sagen und auch nicht viel zeigen. Das ist einfach alles passend für euch. Ja, alles grün. Und dann sind wir auch schon beim nächsten, nämlich bei der Wirtschaft. Und zwar habt ihr ja die Chaosfestungen. Da gibt es auch wirklich einige Gebäude, die bringen euch wirklich sehr viel ein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel der Hafen hier einbringt. Ah, der bringt gar nichts ein. Na, das ist ja toll. Gut, aber das Schatzhaus. 1000. Die Schälhalle, die bringt euch nichts ein, aber hier Einkommen aus allen Gebäuden plus 40% benachbarte, Verbündete oder Vasallenregionen. Dann das hier, das bringt auch nichts ein. Nee. Das ist Garnison. Hier allerdings noch Gunst aus allen Gebäuden plus 25% lokal. Und generiertes Einkommen 100. Und hier habt ihr Gunst aus allen Gebäuden nochmal plus 50% lokal. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal, ne? Ne, hier ist wieder plus 25%. Warum das jetzt allerdings mehr hat, 50%, das weiß ich nicht, das erschließt sich mir nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das teurer war. Aber auf jeden Fall, das sind so die Gebäude, die Gunst reinbringen und natürlich das Hauptgebäude. Das bringt auch nochmal hier auf der höchsten Stufe 1500. Ist allerdings auch sehr teuer, das Ding auszubauen. Ich glaube so 18.000 oder 19.000 kostet das. Also das sind so eure Gebäude, die ihr braucht, um halt den Unterhalt zu decken. Ja, das hier, das bringt nicht viel ein. Das auch nicht. Also die roten, die grundlegenden Militärgebäude, die bringen euch nicht viel ein. Und der Hafen irgendwie gar nichts. Nee. Ansonsten spielt er ja auch eine Kornfraktion. Das heißt, ihr bekommt am meisten Geld rein durch die Schlachten, die ihr gewinnt. Das könnt ihr übrigens auch aufbessern. Und wo habe ich jetzt hier meine zweite Armee? Zeig euch das mal. Nee, jetzt meine dritte Armee. Aber egal, da kann ich euch das auch zeigen. Und zwar mit Sachen wie Brandschatzung. Da könnt ihr nochmal deutlich mehr Geld reinkriegen. Oder mit na, wo war das? Genau, mit vom Bösen gesegnet. Einkommensbeute nach der Schlacht plus 15%. Und ich glaube, hier drüben war auch nochmal was. Ja, Einkommen aus Beute nach der Schlacht nochmal plus 10%. Also damit könnt ihr auf jeden Fall jede Menge Gunst reinbekommen. Oder ihr könnt, Moment, ihr könnt aber auch den, ich glaube, den Unterhalt, den konnte man auch reduzieren. Nee, doch nicht. Nee, das war bei den Dämonen so. Da konnte man den Unterhalt reduzieren. Aber ansonsten seht ihr hier, die Chaosfestungen, die bringen auch wirklich sehr viel rein. Hier 3150, 2900, 3990. Also das ist so ähnlich wie bei den Waldelfen. Ja, da bringen eure einzelnen Provinzen ja auch sehr viel rein. So, dann haben wir die Erlasse, die kann ich euch auch zeigen.
Und da habt ihr einmal Kulte begünstigen. Dann habt ihr Legion des Hasses. Dann falsche Zeit, falscher Ort. Das ist eher so der, der zum Verteidigen da ist. Und Vasallen ausnutzen. Dann kommen wir zu Valkia selber. Reforged for murder. Die hat übrigens hier auch den Harald Hammersturm. Den kann man in der Kampagne auch freischalten. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ab welchem Level man die Quest bekommt für ihn. Ich glaube, das war so ab 10 oder ab 7. Auf jeden Fall bekommt ihr dann eine Quest, dass ihr 30.000 töten müsst. Und sobald ihr das dann geschafft habt, dann erscheint Harald Hammersturm als Agent neben eurer Hauptarmee. So, wegen Harald sind wir jetzt aber nicht hier. Wir sind hier wegen Valkia. Und Valkia hat drei wunderschöne Items. Sie hat einmal ihren Dämonenschild. Dann kann sie auch die Kosten reduzieren auf dämonisches Korn. Außerdem schwächt sie die Führerschaft für Slanisch lokal. Danach kommt Abwehr plus 5, Größe Führerschaft plus 25%, Führerschaftseffekt der Charakteraura plus 5. Und wenn sie den Dämonenschild aktiviert, dann ist sie 13 Sekunden unverwundbar. Und das Ding hat eine Abkühlzeit von 120 Sekunden. Dann hat sie den Speer. Der macht auch nochmal ein bisschen Korn-Corruption. Einkommen aus Beute nach der Schlacht auch nochmal übrigens plus 10%. Einmal wieder schön, wie man mit den Schlachten hier gut Geld bzw. Gunst wieder reinbekommt. Rüstungsdurchdringender Waffenscharm plus 50 und Bonus gegen große Feinde plus 10. Und dann habt ihr hier noch die Fähigkeit der Speer des Laubnir. Das ist eine Windfähigkeit, die geht von, ja, von links nach rechts oder von oben nach unten, je nachdem wie ihr es einsetzt. Und macht gegen Massen wirklich auch guten Schaden. Kann zweimal eingesetzt werden in der Schlacht und hat eine Abkühlzeit von 120 Sekunden. Und zu guter Letzt hat sie noch die scharlachrote Rüstung. Und damit hat sie die passive Fähigkeit. Die scharlachrote Rüstung. Oh, wow, wie einfallsreich. Merke ich gerade. Das ist ein Fluch. Den muss ich mir gerade selber erstmal angucken. Achso, der hat eine Reichweite von 35. Die Dauer ist unendlich. Wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. Alle. Also alle in 35 Meter Umkreisentfernung. Und Wirksamkeit des Effekts steigt mit jedem Feind, den die Einheit getötet hat. Ja, das heißt, umso mehr Valkia tötet, umso weniger Waffengrundschaden und umso weniger rüstungsdurchdringenden Waffenschaden haben eure Feinde im Umkreis von 35 Meter. So, genau, eine Mission. Eine Aufgabenschlacht. Da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen, was das für eine Aufgabenschlacht war. Mit Valkia. Komme ich gerade nicht drauf. War aber jetzt keine schwere. Das war irgendeine gegen Nörgel, glaube ich, war das. Aber so schwer war die jetzt nicht. Kann ich jetzt nur leider im Detail jetzt gerade nicht so sagen, aber auf jeden Fall war die nicht sehr schwer. Also, da gibt es deutlich schwere. Wir kommen jetzt zu ihren Skills. Sie hat hier einmal außerkoordinierter Zerstörer. Damit verbreitet sie weniger, mehr Korn-Corruption und vermindert die Slanische Korruption. Dann Stimme der Götter. Eisenherzen. Überbringer des Ruhms. Damit verbessert sie die Barbaren. Königin der Schwarzwölfe. Damit verbessert sie die Infanterie insgesamt.
Wo allerdings leider keine aufstrebenden Champions dazu zählen, sehe ich gerade. Was ich ein bisschen schade finde. Aber die hätten dann auch Fort-Aufstellungen, ne? Das wäre vielleicht zu overpowered. Und dann von neuem auferstanden, Wundheilzeit minus 3 und Vitalitätsverlust reduziert. Minus 50%. Dann verachtet den Feigling, Chance auf Hinterhalt, Abwehr eines Hinterhalts mit plus 25%, nicht auf Hinterhalt. Physische Resistenz 10% und passive Fähigkeit Zorn des Korn. Das ist eine Explosion. Logischerweise nur eine Sekunde, die macht 256 Schaden, Reichweite 60 Meter, Dauer 3 Sekunden. Abkühlzeit 15 Sekunden und das geht, wenn wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus, Max 1 Einheit betroffen, wenn zaubern. Also wenn man auf euch zaubert. Sehr interessant übrigens. Also das ist so eine Art. Ja, wenn sie dann gerade im Kampf ist, dann ist das ein sehr guter Konter. Also wenn sie jetzt gerade im Kampf ist und sie bekommt einen Zauber ab und dadurch löst sich dann die Explosion aus. Also das ist dann wirklich ein sehr guter Konter. Ist allerdings eine Situation, die jetzt nicht unbedingt in jeder Schlacht vorhanden ist, ja. Und dann haben wir noch Blutrabe. Einkommen aus Beute nach der Schlacht nochmal plus 15%. Also mit dem Speer erinnere ich daran, habt ihr auch nochmal plus 10 bekommen. Also hiermit habt ihr dann plus 25. Und dann mit vom Bösen gesegnet habt ihr dann auch nochmal plus 15%. Und dann sind wir bei 40. Und dann von Zorn getrieben, dann sind wir bei Einkommen aus Beute nach der Schlacht plus 50%. Ja, müsst ihr euch mal reinziehen. Einkommen durch Niederreißen von Siedlungen plus 15%. Auch nochmal. Also, wenn ihr dann bei einer Siedlung gewinnt, bekommt ihr noch mehr. Unfallige Führerschaft minus 5. Lokal. Und Korns, Botin des Ruhms. Und da habt ihr dann das Blutmal. Das ist eine Regeneration im Nahkampf. Dann die Korn Corruption plus 2 und Attribut, sie wird dann dämonisch. Das heißt, sie kann nicht mehr fliehen. Hier steht das auch nochmal. Diese Einheit ist dämonisch, hat physische Resistenz, flieht nicht, ist immun gegen Entsetzen, nimmt Schaden, wenn Führerschaft gering ist. Ja, aber fliehen tut sie nicht mehr. Und ja, ansonsten bin ich ziemlich auf den Nahkampf gegangen von Valkyr, ist ja klar. Aber ein paar Einheiten habe ich hier trotzdem verstärkt. Die Kavallerie zum Beispiel und hier Furt des Chaos, gerade auch die Champions. Damit die einfach besser abgehen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar die Stärken der Armeen. Und da wir Chaoskrieger spielen, seht ihr es hier schon, sind am besten die Champions. Ja, wenn ihr Dämonen spielt, dann sind am besten eure großen Dämonen. Und wenn ihr Chaoskrieger spielt, dann sind am besten eure Champions. Ich habe jetzt den Technologiebomber auf. Und was ich euch auch empfehlen kann bei diesem Technologiebomben ist auf jeden Fall Schädel für den Schädelthron. Damit bekommt ihr nämlich die Klinge des Korn. Und wenn ihr genug Gegner tötet in der Schlacht, dann könnt ihr hier diesen riesigen Explosions ja einfach diese riesige Explosion machen. Das kann einem wirklich in der Schlacht mal den Arsch retten.
Was ich nicht so gut finde, ist Blut für den Blutgott. Da habt ihr dann die Fähigkeit erbarmungsloser Zorn. Das ist eigentlich die zweite Fähigkeit hier und das hier oben ist eigentlich die dritte Fähigkeit mit der Klinge des Korn. Aber ja gut, ist jetzt nur meine Meinung. Aber mit der Armeefähigkeit erbarmungsloser Zorn, da macht ihr eben halt eine Einheit für 20 Sekunden unerschütterlich. Und unverwundbar, also sie können nicht sterben. Finde ich jetzt persönlich nicht so dolle. Also da mache ich dann doch lieber die Klinge des Korn. Oder hier ja, die erste Armeefähigkeit, die ist hier gar nicht drin, die macht den Nahkampfschaden höher. Ich weiß jetzt aber nicht mehr um wie viel. Ich glaube, das war um 20 oder um 40. War das, glaube ich. Also Nahkampfangriff. Dann, was ich noch erwähnen muss zu diesem Technologiebaum, dass hier die Technologien mit dabei sind für die Champions. Hier zum Beispiel verursacht Angst für die Champions. Dann hier bekommen die festliches Gemetzel. Ich gucke gerade, ob hier am Anfang noch irgendwas war für die Champions. Nein, aber nicht. Also die werden auf jeden Fall super stark. Und sind so im Moment die stärksten Einheiten aus dem ganzen Spiel. Ja, hier bekommen die auch nochmal Rüstung plus 10. Irgendwo war auch noch perfekte Vitalität. Ach ja, genau, perfekte Vitalität. Das heißt, diese Einheit, die werden niemals müde. Ja, die sind immer in Topform, dauerhaft. Und dadurch steigen, nee, dadurch sinken auch ihre Werte nicht. Im Kampf. Dann haben wir hier noch rachsüchtige Krieger. Damit bekommen sie dann Flammattacken. Außerdem die passive Fähigkeit Höllenklinge auch noch. Da waren wir schon. Und bei Schwertmaid, da bekommen sie dann die Fähigkeit Blutmahl, das ist die Nahkampfregeneration. Also ihr seht, die werden wirklich super stark. Wenn ihr dann bei Valkia dann auch noch hier den ersten roten Skill aufbessert, da bekommen die dann ja auch nochmal plus 12 Rüstung und plus 8 Nahkampfangriff. Wenn ihr dann hier später Sammeln nehmt und dann Legion des Unheils, dann bekommen die, wenn die Rang 7 erreichen, dann auch nochmal Nahkampfabwehr plus 5, Rüstung plus 10 und Zauberresistenz 20%. Also, es sind momentan die stärksten Einheiten im Spiel. Na, das sage ich jetzt hier vor dem Shadow of Change DLC. Da kann es nämlich sein, dass die Mutalis Wandelbestien die übertreffen, aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht. So, dann, also ganz klar, ne, diese Champions, die müsst ihr auf jeden Fall holen. Die bekommt ihr. Meistens sind hier welche dabei in der Kriegerschar-Rekrutierung. Da zum Beispiel sind gerade welche drin. Oh, sind sogar Drachenogern drin gerade. Auch sehr nice. Hier sind auch noch mal einmal Champions drin. Ihr könnt euch die Champions aber auch anders holen. Und zwar durch. Oh, jetzt haben wir eine Armee. Und zwar durch ungeteilte Barbaren.
Diese werden dann zu ungeteilten Chaoskriegern. Diese wiederum werden dann zu ungeteilten Auserkorenen. Und dann könnt ihr diese verbessern zu aufstrebenden Champions. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Level die dafür benötigen. Steht jetzt hier leider auch nicht. Aber es geht auf jeden Fall. Es geht übrigens bei dem Pfad von Korn nicht. Bei Korn, da könnt ihr nur die Außerkorone bekommen. Und dann ist hier oben Schluss. Also da, wenn ihr Korn nehmt, da ist dann da leider bei den Außerkorenen Ende. Da könnt ihr keine aufstrebenden Champions bekommen. Na, das geht nicht. Dafür aber dann bei der Kavallerie die Schädelbrecher. Die sind auch sehr, sehr gut. Und bei den Dämonen, die erhabenen Zerfleischer. Die sind auch in Ordnung, aber nichts geht über die aufstrebenden Champions. Um nochmal kurz zum Technologiebaum zurückzukommen. Und dann gibt es noch einige Technologien, die schalten für die Gaben des Chaos schalten sich hier die Plätze frei, damit ihr mehr Buffs bekommen könnt. Steht dann aber auch immer dabei bei den Technologien. Wo haben wir das hier mal? Diplomatie. Da schaltet Bonuseffekte für Heldenrekrutierung. Ach nee. Das ist was anderes wieder. Also steht dann auch dabei. Nur leider finde ich jetzt hier gerade keine einzige Technologie. Wo das gerade dabei steht, schaltet einen Effekt für Militärgebäude von dunklen Festungen frei. Nee, da steht ja irgendwie gar nicht dabei. Oder schaltet Kriegerschaftsverbesserung frei außer Krone? Nee. Steht da eben gar nicht mit dabei. Ich glaube, das steht bei mir nicht mehr mit dabei, weil ich das bereits erforscht habe, weil eigentlich stand das da mit dabei, wo die Plätze freigeschaltet werden bei den Graben des Chaos. Aber dadurch, dass ich jetzt alle Plätze schon freigeschaltet habe, steht das hier bei mir jetzt leider bei den Technologien nicht mit dabei. Aber eigentlich stand das da mal mit dabei. Oder sie haben es mal geändert. Auf jeden Fall durch die Technologien schaltet ihr auch hier die Gaben des Chaos frei, damit ihr hier die Plätze belegen könnt mit den Gaben des Chaos, womit ihr dann hier halt die zusätzlichen Buffs bekommt. Dazu kommen wir aber später nochmal. So, dann kommen wir. Ja, dann sind wir schon beim letzten, nämlich bei den Mechaniken. Ich zähle die Chaosfestungen mal mit dazu hier zu den Mechaniken. Diese Chaosfestungen, die könnt ihr entdecken auf der Kampagnenkarte durch dieses Symbol hier. Also Siedlungen mit diesem Symbol, das sind Chaosfestungen. Die müsst ihr erobern oder könnt ihr erobern, besser gesagt. Und ja, Nullen ist auf jeden Fall auch noch eine. Bakatwek ist eine. Brak ist eine. Und dann hier drüben in Norska gibt es noch einige. Und hier oben in der Chaoswüste gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Da und da und da. Na gut, doch, da gibt es doch einige. Ja, da gibt es doch so einige. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Gut, ist aber für euch leider irrelevant, weil Kislev wird euch sowieso irgendwann hier den Krieg erklären. Und ich habe jetzt hier, wie viele Chaosfestungen habe ich? 1, 2, 3. Na, damit kommt man auch schon weit. Nullen wurde mir leider weggenommen vor der Nase von den Chaoswegen. Sehr ärgerlich. Und diese Chaosfestungen braucht ihr, um dort eure Einheiten auszubilden. Beziehungsweise
stellt dort einen Kommandanten auf. Und dann habt ihr hier zur Rekrutierung. Ich zeige euch das einmal. Damit kommen wir jetzt schon zur nächsten. Mechanik, und zwar die Kriegerscharfverbesserungen. Also ihr könnt hier einfach Einheiten, wie soll ich sagen, soll ich das beschwören nennen? Nee, herbeirufen, zu euch rufen. Naja, rekrutieren steht hier ja. Also ihr könnt die Einheiten rekrutieren, die sind dann auch sofort da. Das dauert dann nicht irgendwie noch ein oder zwei Runden oder so. Die sind dann sofort da. Und diese, die könnt ihr dann mit der Kriegerschaftsverbesserung verbessern. Ja, wie viel Level die dafür brauchen, beziehungsweise wie viel Erfahrung, das steht dann da auch immer mit dabei. Und wir können das jetzt hier machen. Und dann steht hier dann auch immer, wie viel Gunst das kostet. Ja, können wir jetzt mal machen. Die machen wir jetzt mal zu zwei Händlern. Und wie ihr seht, es ist passiert in einem dunklen Ritual. Ja, das hat mein anderer YouTuber gesagt, irgendwie geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, da habt ihr hier dann die Möglichkeit mit ungeteilt oder mit Korn. Na, ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ja gut, die Barbaren, die will ich jetzt aber die will ich jetzt zu Kornbarbaren machen, das geht hier auch. Ja? Und somit stehen die Barbaren jetzt dieser Weg hier offen. Na, die kann man dann jetzt hier auch nochmal verbessern zu Verstoßenen. Für Chaoskrieger brauchen die ein höheres Level. Allerdings jetzt die Verstoßenen, die können die dann nur verbessern zu Brutskorn. Ja, also hier die Pfeile, die weisen euch den Weg. Wir kommen zur nächsten Mechanik. Ach nee, Moment, eins muss ich noch erwähnen, und zwar es gibt noch geschenkte Einheiten, aber ich habe jetzt hier den Button dafür gerade gar nicht. Vielleicht habe ich den bei der anderen Armee. Bei Wulrik. Ja, da habe ich den. Genau, es gibt nämlich noch, natürlich gibt es auch Regiments of Raynon. Ganz klar, es gibt auch verbündete Einheiten rekrutieren von den Außenposten. Und dann gibt es noch geschenkte Einheiten. Und zwar gibt es manchmal einige Gaben des Chaos, wo ihr Einheiten geschenkt bekommt. Und die sind dann hier in diesem Pool drin. Und dort könnt ihr sie dann ausbilden. Rekrutieren. Besser gesagt. Das hatte ich noch vergessen. So, die nächste Mechanik. Blutvergießen. Das ist eigentlich relativ simpel. Das haben wir hier jetzt hier mit dieser Leiste. Ihr seht, wenn es ganz unten ist, beziehungsweise nicht aufgefüllt ist, dann habt ihr eine Erfahrung minus 10%. Also nicht so gut. Dann geht es weiter mit der ersten Stufe. Da ist dann alles 0. Dann geht es weiter mit der nächsten. Da gibt es dann immerhin eine Erfahrung plus 5% und noch mehr Korn Corruption. Dann geht es weiter mit noch mehr Einheitenerfahrung und noch mehr Korn Corruption. Und hier gut, zu guter Letzt, Korn Corruption, nee, Korn Autorität plus 3, ermöglicht Verstärkung in fremdem Territorium, Korn Corruption plus 6 und Einheitenerfahrung plus 15%. Und das ist eure Blutvergießmechanik, und diese steigt, umso mehr Schlachtensiege ihr gewinnt. Also beziehungsweise umso mehr Schlachten ihr gewinnt. So, das war gerade ein bisschen komisch ausgedrückt. Und dann habt ihr hier noch eure Autoritätsmechanik. Diese erhöht sich, umso mehr Einheiten ihr in eurer Armee habt. Das heißt, wir haben jetzt hier 10 ungeteilte Autorität. Dadurch haben wir hier den maximalen Buff. Ja, höher geht's nicht, höher kann es nicht werden. Und dann haben wir hier die Kornautorität. Die ist hier 6 von 10. Ich glaube, man kriegt es nicht hin, beide auf 10
zu bekommen. Glaube ich. Weil Kommandant und Helden zählen da, glaube ich, nicht mit zu. Da bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob da Helden und Kommandant dazu zählen. Aber ich glaube nicht. Na, auf jeden Fall, umso mehr Kornregimente ihr in der Armee habt, umso höher wird dann die Autorität für Korn. Und umso mehr ungeteilte Regimenter ihr in der Armee habt, umso höher wird dann die ungeteilte Autorität. Ja, und das, gibt dann für euch diese Buffs hier. Die übrigens auch nochmal den Unterhalt reduzieren, sehe ich hier gerade. Ja, hier sogar -20%, weil es auf 10 ist. Und bei Korn halt auf 6. Das macht dann -12%. Und die Verlustverstärkungsrate wird auch nochmal höher. Ja, dafür muss man aber nichts tun hier für diese Autoritätsmechanik. Die habt ihr automatisch bei jedem Kommandanten. Dann kommen wir zu den Gaben des Chaos. Da habt ihr hier diese Plätze frei. Und jetzt bei Valkyr habt ihr hier natürlich nur Plätze für ungeteilt und für Korn. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel Archaon oder Kolleg spielt, das ist ja eine ungeteilte Chaos-Fraktion, da habt ihr dann hier von allen 4 Chaos-Göttern Plätze frei plus 4 ungeteilte oder 3 ungeteilte. Aber hier jetzt bei Valkyr, da habt ihr eben nur Korn und ungeteilt. Und da habt ihr dann die Auswahl dieser verschiedenen Gaben. Die könnt ihr anwerben, und zwar mit den Seelen, die ihr von den Schlachten bekommt. Und wie viele die kosten, das steht dann hier auch eigentlich immer hier unten, aber das wird jetzt hier gerade nicht angezeigt. Ich glaube, ich müsste mal... Ich muss mal eine entfernen. Genau, jetzt ist da wieder der Preis. Also sobald ihr euch für eine Gabe des Chaos entscheidet, müsst ihr diesen Seelenpreis bezahlen. Und ihr müsst natürlich auch den Seelenunterhalt bezahlen. Der steht dann hier oben immer. Und bei den krasseren Gaben des Chaos, wenn ihr hier zum Beispiel den Chaos-Schrein holen oder Drachenoger holen, jetzt mal hier das ganz krasse. Und da habt ihr dann natürlich auch einen höheren Unterhalt und höhere Kosten. Und das sind jetzt gerade die ungeteilten gewesen. Und das hier sind die für Korn. Sind beide ziemlich gut. Man muss übrigens beide nehmen. Ja, man kann jetzt nicht sagen, nee, ich will jetzt hier aber diesen Platz hier haben, doch für ungeteilt. Oder den hier, ich will alle für ungeteilt haben. Das geht nicht. Man muss wirklich mit beiden, wie soll ich sagen, ja, man muss beide benutzen. Mehr ist das eigentlich nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen kompliziert aus alles, aber das ist gar nicht so kompliziert. Ihr nehmt einfach... Eigentlich ist es nur ein Buff auswählen und den müsst ihr dann bezahlen mit Seelen. Und wenn ihr das dann behalten wollt, dann kostet das Seelenunterhalt. Mehr ist das nicht. So, dann haben wir noch das Auge der Götter. Ja, das ist jetzt hier leider bei mir gerade geschlossen, aber das öffnet sich. Ich kann jetzt aber nicht sagen, alle so und so viel Runden. Je höher die Zahl eurer aktiven Gaben des Chaos ist, desto mehr richtet sich das Auge der Götter auf eure Fraktionen. Achso, umso mehr Gaben des Chaos man hat. Sobald die Anzeige voll ist, wird ein Dilemma mächtige Belohnungen bieten. Genau, immer wenn das Auge sich öffnet, dann könnt ihr euch für eine Belohnung entscheiden. Und oft auch sehr gute Belohnungen dabei. Lohnt sich immer. Na, ist auch keine Mechanik jetzt, wo man irgendwie was Negatives von hat.
wo man nicht zahlen muss oder so. Ja, man muss einfach warten auf einen Buff und fertig. Das ist die Mechanik. Ja, dann hier die Seelen. Die bekommt ihr natürlich durch Schlachtensiege, ja, ganz klar. Ich habe jetzt hier bei Ereignisse 100.000 stehen, weil ich die letzte Questschlacht geschafft habe. Die Kampagne ist damit abgeschlossen, also die Story-Kampagne. Dann könnt ihr noch welche bekommen durch Plündern, Ausrauben und Niederreißen von Siedlungen und durch Pfade des Ruhms. Das gibt es übrigens auch noch. Auch eine wunderschöne Mechanik. Und zwar habt ihr hier zum Beispiel bei Helden habt ihr ja den Pfad des Ruhms und hier stehen dann so die Anforderungen. Und wenn ihr diese gemeistert habt, dann bekommt ihr hier nochmal einen zusätzlichen Buff. Den gibt es aber nicht nur bei Helden, den gibt es auch bei Kommandanten. Bei allen übrigens. Das ist hier jetzt natürlich ein sehr gutes Beispiel. Was musst du denn hierfür nochmal? Verliert eine Schlacht und überlebt. Ach so. Ach, das hat er nicht erfüllt. Das ist ja schade, Mensch. Und einige Helden oder Kommandanten, die haben dann auch verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten, wie ihr hier seht. Und hier jetzt bei ihm, bei dem klassischen Kriegsherr des Chaos, da habt ihr dann hier zum Beispiel, da könnt ihr euch Korn verschreiben. Das war dann schon ab Rang 10 möglich. Oder ihr nehmt den Dämonenprinzen. Hierfür muss man allerdings Stufe 30 werden. Und dann wird er zum Dämonenprinzen. Das heißt für euch dann, dass ihr... Na, wir können das jetzt eigentlich ganz kurz mal zeigen. Wir machen das jetzt mal. Der ist jetzt allerdings zum ungeteilten Dämonenprinzen geworden, nicht zum Korn-Dämonenprinzen. Ich habe die ungeteilten irgendwie sehr selten. So, und jetzt steht hier allerdings erst Rang 19, also hier ist es ein bisschen niedriger. Und wir können 18 Fähigkeitspunkte neu verteilen. Unter dieser ungeteilte Dämonenprinz, der hat übrigens die Lehre des Feuers, weil Dämon. Und der hat dann hier auch noch mal ein paar spezielle Skills. Im Chaos vereint, vom Chaos gezeichnet, macht er noch mehr Schaden, Siegel der Verderbnis. Und Mal der Aufruhr. Vorbild der Verderbnis. Achso, da habt ihr dann mehr Angriffsbonus und immun gegen Psychologie. Und Geschossresistenz am jedes Kommandanten. Plus 5. Dann habt ihr auch noch Eisenherzen, Stimme der dunklen Götter. Das ist ja Standard. Ja. Und ist es allerdings schwierig. Wobei, hier mit dem ist es nicht mehr schwierig. Aber ich möchte kurz auf die Gefahr hinweisen, wenn ihr einen Charakter zum Dämonenprinzen aufsteigen lasst. Erstens, ihr habt dann hier einen anderen Trade bekommen. Na, der hier, der ist dann anders. Und zweitens, ich habe übrigens den Trade von Valkyr vergessen zu zeigen, zeige ich gleich nochmal. Und zweitens, wenn ihr einen Dämonenprinzen habt, er ist nicht gleich von Anfang an unsterblich. Ja, bei diesem hier ist das jetzt nicht so schlimm. Der ist jetzt Rang 19. Das heißt, er braucht quasi nur noch ein Level. Dann wäre der unsterblich. Ja. Aber es gibt auch Situationen, da wäre der dann jetzt zum Beispiel, also jetzt bei anderen Kommandanten, da wäre der dann zum Beispiel erst irgendwie Rang 15 oder Rang 10. Und da habt ihr dann natürlich auch eine Möglichkeit, dass dieser Dämonenprinz dann drauf geht, wo er die Unsterblichkeit erlangt. Das kann leider auch passieren. Na, da müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr einen zum Dämonenprinzen aufsteigen lasst, dass der dann auch wirklich auch die Unsterblichkeit erlangt. Sonst war nämlich alles umsonst.
So, jetzt lade ich mal kurz. Ich mache jetzt mal einen Quickload und jetzt lassen wir den mal zum Kornhelden aufsteigen. Ich komme jetzt gerade auf den genauen Rangnamen nicht. Auf Champion des Korn, glaube ich. Nee, Kriegsheld des Korn heißt er dann, glaube ich. Also wir nehmen jetzt mal bei Wulrik das andere. Jetzt nehmen wir mal den. Jetzt ist er. Kriegsheld des Chaos des Korn. Und wie ihr seht, jetzt kann er sogar nochmal aufsteigen. Jetzt kann er, da er schon über Rang 30 ist, also immer noch. Ja, sein Skill Tree ist jetzt übrigens auch wieder anders. Ja, das hier, also das hier, das konnte er jetzt schon mit Rang 10 machen. Aufsteigen zum Kriegsherr des Chaos, des Korn. Und wenn er dann jetzt Rang 30 ist, beziehungsweise was er jetzt in diesem Fall hier bei mir schon ist, dann kann er nochmal aufsteigen zum Dämonenprinzen des Korn. Das geht auch. So, dann bist du jetzt. Na, jetzt ist er sogar Rang 20. Warum auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht verliert man da dann weniger Level. Und somit habt ihr jetzt ein Korn-Dämonenprinzen. Ja, also ihr könnt, wenn ihr ungeteilt bleibt, dann könnt ihr auch wirklich nur zum ungeteilten Dämonenprinzen aufsteigen. Nur wenn ihr vorher wechselt zum Pfad des Korn, dann könnt ihr auch zum Korn-Dämonenprinzen aufsteigen. Geht aber mit dem Dämonenprinz, das geht nur bei Kommandanten. Bei Helden geht das nicht. Die haben dann andere Aufstiegsmöglichkeiten. Aber ich glaube, Hexer haben keine, ne, oder? Haben Hexer hier irgendwie? Nee. Zumindest ungeteilte nicht. Bei Valkyr gibt es nur ungeteilte Hexer. Es gibt ja bei Korn keine Magie. Na, da ist Magie passé. Sag ich jetzt einfach mal. So, und dann zum Los jetzt hier nochmal die Story-Mechanik. Und zwar habt ihr hier den Pfad nach Zembajin. Das ist aber ganz einfach erklärt. Da habt ihr hier 10.000. Die müsst ihr dann erstmal reichen. Und dann habt ihr hier Rissiege plus 2, damit lässt sich ein Netzwerk aus Chaosrissen erschaffen. Das heißt, ihr müsst dann zwei Rissiegel aktivieren. Entweder schickt ihr hier dann eine Armee rein, beziehungsweise einen Kommandanten oder einen Helden. Die lösen die Dinger dann aus. Und das macht ihr zweimal und dann geht es weiter. Dann braucht ihr 30.000. Da macht ihr dasselbe wieder mit zwei anderen Risssiegeln. Ja, es geht nicht wieder mit denselben, da müsst ihr dann andere nehmen. Und das macht ihr dann wieder, wenn ihr 50.000 habt. Und dann steht da Risssiegel plus 3. Ja, also das müsst ihr dann mit drei anderen Rissen nochmal machen. Und dann könnt ihr auch durch ein Risssiegel zur letzten Schlacht nach Zembajin hin teleportieren. Na, da könnt ihr euch nicht so hin teleportieren, das geht nicht. Dann müsst ihr wirklich hier durch so ein Ding gehen und dann kommt ihr dahin. Also man kann jetzt nicht wie bei einer normalen Querschlacht sich dorthin teleportieren. Das wiederum geht nicht. So, eine Sache hatte ich noch vergessen, und zwar von Valkyr den Trade zu zeigen. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Blutkönigin, passive Fähigkeit, Korns Blick. Und Bewegungsreichweite auf Kampagne bis 35% nach Rückzug des Feinds aus der Schlacht.
Das heißt, bei euch können so leicht die Feinde, naja, euch können sie halt fast gar nicht entkommen, wenn der Feind sich zurückzieht. Ja, und damit wären wir am Ende dieser Reise. Falls ihr die Kampagne jetzt auch spielen wollt, wünsche ich euch dabei viel Spaß. Ich bin auch sehr oft live auf Twitch, besucht mich dort gerne ebenfalls. Hinterlasst auch gerne ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.